Damen und Herren, wir haben mit Interesse die Vorschläge der SPD und von Martin Schulz zur Kenntnis genommen. Natürlich wäre eine Realisierung dieser Vorschläge wäre eine punktuelle Verbesserung, aber von einer Rücknahme der Agenda 2010 und von einer echten Absicherung vor sozialem Absturz bei Arbeitslosigkeit kann natürlich keine Rede sein. Der Kern der Agenda-Reformen war die Liberalisierung des Arbeitsmarktes, die zur Entstehung eines großen Niedriglohnsektors beigetragen hat, und die Hartz-IV-Gesetze. Und diese Agenda-Reformen haben dazu geführt, dass inzwischen fast die Hälfte der Bevölkerung weniger Einkommen hat als noch im Jahr 1999. Und an dieser skandalösen Situation würden diese Vorschläge leider nicht das Geringste ändern. Zweiten Punkt, den ich natürlich auch fraglich finde: Wenn die SPD jetzt diese punktuellen Veränderungen wirklich umsetzen will, dann hätte sie aktuell mit uns und den Grünen im Bundestag eine Mehrheit. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass man solche Dinge jetzt beschließen lässt, um auch die eigene Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen. Weil die Wähler auf die Zeit nach der Wahl zu vertrösten, zumal Herr Schulz ja auch nie sich bisher deutlich geäußert hat, mit wem er nach der Wahl koalieren will, ich finde, dass zeigt dann doch oder nährt zumindest den Verdacht, dass hier Wahlkampf gemacht wird mit Versprechungen, wo ich mich frage, ob die am Ende wirklich eingelöst werden. Frau Wagenknecht, das heißt, Sie können sich aber für die Grünen-Initiative schon eine Koalition mit der SPD vorstellen? Ja, wenn die SPD weitergeht in eine Richtung, die sie jetzt zwar verbal ankündigt, indem sie ja jetzt debattiert, ob die Agenda 2010 sinnvoll war, aber in der sie bisher ja noch nicht wirklich ernsthafte Schritte unternommen hat. Also wenn die SPD tatsächlich bereit ist, den Sozialstaat wiederherzustellen, sachgrundlose Befristung zu verbieten, bei der Leiharbeit das Lohndumping zu verhindern und vor allem eben auch im Hartz-IV-Bereich deutliche Reformen zu machen, dann haben wir immer gesagt, dann hat sie unsere Unterstützung, dann wären wir auch dazu bereit. Nur mich stimmt misstrauisch, dass solche Vorschläge bei der SPD immer so kurz vor Wahlen entdeckt werden. Das hatten wir ja teilweise, sind das auch Vorschläge, die 2013 schon debattiert wurden. Und nach der Wahl ist es dann eben immer wieder ganz schnell vergessen. Ja, Hartz IV ist ja eben ein Damoklesschwert, weil es bedeutet, dass Arbeitslose sehr, sehr schnell nach der Arbeitslosigkeit, manche sogar oder viele sofort, sozial abstürzen, dass sie im Grunde überhaupt nicht mehr abgesichert sind. Und wir sagen, wir wollen eine ordentliche Arbeitslosenversicherung, die wirklich trägt und wo vor allem auch niemand mehr gezwungen werden kann, eine untertariflich bezahlte Arbeit oder eine Leiharbeit anzunehmen. Wenn eine tariflich bezahlte Arbeit angeboten wird im eigenen Qualifikationsniveau, dann finde ich, kann man auch erwarten, dass das angenommen wird. Aber wenn es so wie heute einen Zwang gibt, wirklich schlechte Jobs anzunehmen, dann macht der Staat sich zum Mithelfer der Entstehung eines großen Niedriglohnsektors. Das ist ja eben auch geschehen und das können wir nicht akzeptieren und das würden wir auch nicht weiterhin dulden wollen. Und die Koppelung an die Weiterbildung, an die Qualifizierung, wie wäre das? Ja, zum Teil gibt es das ja schon. Also heutzutage ist ja so, dass eine Qualifizierung zumindest hälftig angerechnet wird. In Zukunft würde sie ganz angerechnet. Nur, das ist sicherlich sinnvoll. Nur, man muss natürlich sehen, viele Arbeitslose, vielen wird ja gar keine angeboten. Also es wird ja immer dieses imaginäre Beispiel von den 48 Monaten jetzt debattiert. Das würde ja voraussetzen, dass einem älteren Arbeitslosen eine zweijährige Qualifizierung überhaupt angeboten würde, dass er überhaupt die Chance dazu bekäme. Und ich denke, da ist zurzeit eigentlich die Fehlstelle. Die Arbeitsämter haben teil oder die Jobcenter haben teilweise Qualifizierung abgebaut. Es gibt viel zu wenig Angebote. Und insoweit würde eben dieser Vorschlag daran zunächst mal gar nichts ändern. Frau Wagenknecht, wenn es möglich ist, vielleicht noch ein Wort zur Türkei. Wie bewerten Sie die Nazi-Äußerungen von Herrn Erdogan? Ich finde das empörend und ich finde, Erdogan sollte, wenn er über Meinungsfreiheit redet, sich lieber an die eigene Nase fassen. Aber ich finde es eben auch wirklich feige, wie die Bundesregierung sich wegduckt. Also ein Regime, das so agiert wie Herr Erdogan, dem die Möglichkeit zu geben, in Deutschland Werbefeldzüge für die eigene Politik durchzuführen, das finde ich absolut inakzeptabel. Und ich finde auch nicht, dass die Bundesregierung sich hier hinter den Städten und Gemeinden verstecken darf. Andere europäische Regierungen wie Österreich, Niederlande haben sich da viel deutlicher dazu geäußert, haben gesagt, wir wollen das nicht auf unserem Territorium. Das hätte ich eigentlich von der Bundesregierung auch erwartet.